Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast und willkommen zurück zu Slime Ranger hier auf Moonstorm LP. Ich muss gerade erstmal... Oh, ich habe den jetzt aber nicht daraus geworfen. Nein? Okay. Ich muss erstmal ein wenig schauen, was jetzt eigentlich so die Sache ist. Es ist doch jetzt der nächste Tag. Soll ich das immer noch für den besorgen? Das heißt also, das sind quasi so erstmal die Okay, sprechen läuft gerade nicht so gut. Das sind erstmal die Tutorial-Sachen hier. Okay, davon habe ich ja was und davon habe ich was. Das heißt, ich müsste nur noch Herzrüben besorgen und wahrscheinlich anbauen. Die brauchen noch ein wenig. Ist auch ein Saugsystem. Okay, das passt alles. Ich wollte mich ja ansonsten noch im Wald ein wenig mehr umsehen. Oh. Also pinke Blots findet man echt überall. Das ist wirklich so ziemlich die absolute Massenware. Dich habe ich gesehen. Einen Schlüssel habe ich ja noch. Den einzigen Schleim, den ich jetzt noch aktuell hier habe zum Füttern, ist der Katzenschleim. Ach Mist. Dafür baue ich nun mal Vögelchen. Ich weiß, dass es hier hinten noch Vögel gibt. Jede Menge. Und Steinhühner sind doch auch die Favoriten von dem Katzenschleim. Das bedeutet, die dürften doch hoffentlich noch ein wenig mehr bringen. So, Zeit zum Füttern. Reicht nicht. Dann müssen wir später nochmal zurückkommen. So viele verschiedene Plots sind hier noch. Ich nehme mir erstmal die Früchte mit. Man weiß ja nie, wo ich die noch brauchen kann. Eine Nachricht von der 7C Corporation. Die Statuen sind mir erst jetzt aufgefallen. Und eine Nachricht von Mochi Miles. Muss ich mir dann später anschauen. Noch so ein Wasserschleim. Gerade sehe ich jedenfalls keinen. Ich möchte mich hier noch ein wenig weiter umschauen.
hinten ist noch eine Nachricht. Eine Kiste. So. Es war so gemacht, man weiß ja nie. Hier finde ich bestimmt noch einige neue Sachen. Da möchte ich das Inventar doch relativ leer haben. Okay, ich lese mir das mal durch. Das Moosbett erscheint wie eine Art uralter Dschungel. Aber Tatsache ist, dass das meiste, was du hier siehst, noch nicht einmal da war, als ich begonnen habe, dieses Land zu erforschen. Bei der Geschwindigkeit kann ich mir vorstellen, dass es nicht mehr lang dauert, bis dieses Grünzeug die komplette ferne Weite übernommen hat. Oh, das ist ja bestimmt cool. Das stelle ich mir irgendwie nice vor. Das würde ich gerne... Das würde ich gerne mal sehen. Ob es da sowas gibt, dass man das Spiel einmal... Irgendwann vielleicht in Slime Ranger 2, dass man dann wieder hier ist und alles von dem Wald überwachsen ist. Gibt es so viele Richtungen, wo ich lang kann. Da sind wieder ein paar, die ein bisschen wütender sind. Da oben ist eine Karte. Das habe ich gesehen. Da. Oh, das Gebiet ist aber recht groß. Auch wieder, die sind alle ziemlich groß. Ist schon eine relativ große Karte. Finde ich sehr interessant. So. Da bin ich. Dann werde ich jetzt erstmal dort unten lang gehen. Mir das mal ansehen, bevor ich weiter nach da oben gehe. Schade, dass es nicht auch sowas wie eine Minimap gibt, die ich irgendwie oben rechts einblenden kann. Damit ich immer genau sehe, wo ich mich hier gerade rumtreibe. Da hinten ist ein großer Slime. Aber wie komme ich da jetzt hoch am besten? Da muss ich wohl ein bisschen springen und klettern. Hier komme ich nicht rüber. Okay, zumindest etwas. Dann weiß ich zumindest, dass hier die Karte Ende ist. Vor den Explosionen muss ich ein bisschen aufpassen. Ich habe einen Wollknäuel gefunden. Okay, keine Ahnung, was ich mir dafür einen geholt habe. Einen Jägerslime. Cool. Vergiss den Hasen, hast du irgendwelche? Aha. Okay, hier ist es gefährlich, das haben wir ja schon gesehen. Schnell weglaufen. Oh! Honigschleim. Die finde ich super. Aua. Was ist das da? Ah, das sind auch Minzmangos. Ich wette, die Honigschleime stehen da drauf. Das sieht ziemlich cool aus hier. Der Jägerslime ist interessant.
Autsch. Oh, das ist noch ein Pfütz-Slime. Nein, Herz rüber. Oh. Nee, komm. Ich will doch lieber noch einen Freund für meinen Pfütz-Slime haben, damit er sich nicht so alleine fühlen muss. Was ist das hier? Ist nur eine Sackgasse. Wahrscheinlich komme ich da oben auch noch irgendwo weiter. Die Range, oder? Ah, Teleporter zurück. Alles klar. Weiß ich da schon mal Bescheid. Problem ist, ich habe nicht so viele Gehege für alle. Also zuallererst mal die paar Früchte hier nehme ich mir jetzt noch. Wuchs entfernen, kostet 10. Ich wollte die da reinpflanzen. Was ist das denn? Oh. Den einen lasse ich mir doch nicht nehmen. Ich könnte natürlich die Felsschleime jetzt loswerden. Das wäre zumindest noch eine Idee. Viel Geld bringt mir das auf jeden Fall nicht mehr. Die großen hier sind auf jeden Fall noch meine Hauptgeldmaschine aktuell. Wie kostet denn ein Dach, weil Fangnetz. Oh, das ist zu teuer. Ja, nicht, dass sie hier abhauen. Ist ja auch noch einer. Warum schießen die denn so weit hier rum? So, ich denke für den Jäger-Slime, der sieht auch so katzenähnlich aus, der wird wahrscheinlich auch hoch springen. Dann sollte ich mir lieber etwas suchen mit hohen Wänden. Beziehungsweise halt jetzt mir hohe Wände da rechts hin machen. Bei dem.
ist die Unruhe von Slimes sehr verringert. Nungflash. Oh, der kann sich unsichtbar machen. Slimepedia. Slimes. Wo ist der? Liebling Gogokkel. Okay, davon haben wir doch noch 4 Stück aktuell. Ich denke mal, 3 reichen auch. So, kann ich jetzt auch eine Decke machen? Fangnetz? Genau. Oh, ist das teuer. Aber so sind immerhin die Slimes auch vollkommen gesichert und können nicht abhauen. Oh. Ich finde das irgendwie cool, wie die gucken, wenn ich die ansauge. Aua. Jetzt tun die doch ganz schön weh. Das Problem ist, ich habe nicht genug Hühner. So steigt das Geld auf jeden Fall schon mal etwas besser. Möchte ich jetzt mal fast behaupten. Restlichen Karotten auch erstmal da rein. So. Die Schleims sind eigentlich am einfachsten. Die muss man nicht irgendwie füttern oder so. Die lässt man einfach in ihren Teich rumrudern. Und geben auch ziemlich viel Geld. Starmail, gleich 3 neue. Casey, der große Sturm. Natürlich erinnere ich mich an den Tag. Für mich war das der Zeitpunkt, wo wir beide eine echte Verbindung zueinander gefunden haben. Es hat so stark geregnet, dass die Straßen überflutet waren und wir haben Zuflucht in diesem Café gesucht. Es war wie eine Szene aus einem Film, nur dass wir beide wie ersäufte Ratten aussahen und der Kerl, dem das Café gehört hat, war ein richtiger Tyrann. Wir durften nur drinnen bleiben, indem wir einen Kaffee nach den anderen bestellt haben. Ich finde, wir haben an diesem Tag mehr übereinander erfahren als jemand sonst. Vielleicht war es der Kaffee, weil wir beide so richtig, richtig schnell geredet haben. Ich habe dir von meinen Träumen erzählt, Musik zu machen und all das. Jedenfalls erinnere ich mich so daran. Auf dem Heimweg hat mir mein Herz bis zum Hals geschlagen, als es wieder anfing zu regnen und du dich näher an mich gedrückt hast. Aber das lag da nicht am Kaffee. Oh. Mochi Miles, kein Betreff. Schau an, schau an, es sieht doch glatt aus, als hätte sich ein weiterer Möchtegern-Rancher für eine einsame Existenz auf einem weit entfernten Felsen im All gefunden. Gratuliere, Beatrix. Ich bin Mochi Miles. Miles, wie in Tatsuya Miles, der Milliardär. Ich bin hier, um wichtige Geschäfte für meinen Vater zu erledigen, aber das heißt nicht, dass ich nicht all die Hinterwäldler da draußen im Zuge dessen alt aussehen lassen werde. Keiner erobert den Plotmarkt, wie ich es tue, Tag ein, Tag aus. Mein Vater gibt mir Insiderwissen, also stelle dich darauf ein, dass ich nach Plots verlange, von denen ich weiß, dass sie mir später große Profite bescheren werden. Ich wünsche dir viel Glück, Beatrix. Vielleicht schaffst du sogar den zweiten Platz. Zumindest kannst du deinen Freunden erzählen, dass du der großen Mochi Miles bei ihrer Eroberung der fernen Fernen weiterhelfen durftest. Tschö mit Ö. Mochi Miles, Top Ranger. Okay.
Und Seven Sea Corporation, der Belohnungsclub. Miss LeBeau, die Seven Sea Corporation würde Ihnen gerne ein sehr spezielles Angebot machen. Eine Einladung in den äußerst exklusiven, höchst begehrten Seven Sea Belohnungsclub. Der Seven Sea Belohnungsclub erlaubt es Ihnen, Ultra-Premium-Ränge innerhalb eines exklusiven Clubs zu verdienen, zu einem nur Semi-Ultra-Premium-Preis. Ja, es ist so einfach. Jeder Rang verleiht Ihnen einen neuen Clubtitel. Zusammen mit einzigartigen Belohnungen wie wunderschönen Upgrades für Ihre Ranch, exklusive Anpassungsmöglichkeiten und mehr. Wir freuen uns auf Ihren Beitritt. Die Seven Sea Corporation eröffnet Ihnen einen Weg zur Größe für eine große Summe New Bugs nach der anderen. Okay. Belohnungsclub, da. 750 kostet das erste. Gugokkel-Wetterfahne, okay. Ja, noch habe ich nicht so viel Geld. Wir schlafen mal bis zum Morgen. Ah, wieder neu gewachsene Hühner. Eins, zwei, drei. Nein, ich hätte gerne immer drei Gugokkel und zwei Hühnchen. Das passt schon. Hier wächst nichts. Sind jetzt wieder gewachsen. So, schön vollfuttern. Mit dir ist das aktuell noch gar nicht so einfach. Weil ich nicht so viele Hühnchen habe. Das ist natürlich ein bisschen doof. Schauen wir erstmal, was hier drin ist. Mochi Miles. Ich brauche diese Plots. Stantepede? Was auch immer das heißt. Ja, okay. Oh, Felsplots. Moment. Die bekomme ich doch noch schnell, oder? Das sind ja nur vier. Nein! Nicht den Gugokkel essen! Die Population der Pink Slimes ist hier ein bisschen sehr hoch aktuell. Ich muss mir jetzt trotzdem ein bisschen Fleisch mitnehmen. Gugokkel, den brauche ich. So. Du? Genau, das ist der Richtige. Komm schon her, du da. Und du da auch. Gib her. Und du. Okay. Die ist auch so eine Schatzkapsel. Bringt mir aber soweit nichts. Okay, ich habe jetzt noch mal ein bisschen was zu essen. Für alle. Ich glaube, die nehme ich mir mit nach Hause. Falls da irgendwas Witziges rauskommt, habe ich ein bisschen zu viel Angst, dass die Pink Slimes das da rausfressen werden.
Nein. Naja, gut. So wertvoll war das jetzt nicht. Yay. Ganz viel Obst habe ich bekommen. Wird alles sofort eingelagert. Ja, mit den Plots. Auch alles zu mir. Sehr gut, das gibt wieder Geld. Zweitausend. Ich glaube, das ist jetzt das erste Mal, dass wir die Tausenderzahl übertreffen, oder? So, jetzt möchte ich gerne dem 7C-Club beitreten. Belohnungsclub, da. Und ich kann nochmal Pionier 1, Zaun-Upgrade. Okay, wir haben ein Zaun-Upgrade und eine Fahne bekommen. Keine Ahnung, wo die Fahne ist. Soll das ja das sein? Einfach dieser Windding. So, Zaun-Upgrade. Ja, das sieht schon edler aus. Starmail erhalten von Bob. Hühner, Hühner. Bilde ich mir das ein oder ist Bob ein... Ach, der Name schon, der sieht aus wie ein... wie ein paar Slimes, die sich mit einem Mantel tarnen. Na, auch super. Oh, sehr schön. Gefällt mir. Was habe ich hier noch? Tankbooster 2 ist vielleicht gar nicht so schlecht. 40 Einheiten. Gut, gut, gut. Sonst habe ich jetzt hier alles gemacht. Bob will natürlich Hühner. Ich lese nochmal schnell die E-Mail von Bob. Bob. Hallo, Bob, hallo, 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 Hühner, hallo, Hühner, Hühner, hallo, Bob, PSS, Hühner. Das ist ja wohl eindeutig kein normaler Mensch. Man sieht sogar, wie die Slimes aus dem Mantel rausgucken. Ah, finde ich schön. Finde ich super. Bob finde ich sympathisch. Heißt das, die Slimes sind intelligent? Was denkt ihr? Woran denkt ihr gerade? Was ist los mit euch? Ihr seht auf jeden Fall hungrig aus. Aber ich habe keine Münzmangos mehr, also werfe ich euch ein paar von... 62, 41. Werfe ich euch ein paar von den Standarddingern da rein. Okay, ihr seid soweit alle ganz glücklich und zufrieden. Das ist gut so. Ich mache andauernd die Taschenlampe an.
nicht haben. Den gebe ich noch ab und dann beende ich die Folge erstmal. So. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder zu einer neuen Folge von Slime Ranger. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.